Willkommen in Granada. Als erstes, wie immer, war Ruby dran. Wir haben einen langen Spaziergang gemacht. Wir sind einmal um die Felder mit ihr gedüst. Das haben wir auch genossen. Und jetzt schläft sie zufrieden im Camper und wir haben Ausgang. Einquartiert sind wir hier im Norden von Granada in der sogenannten Finca Bella Vista, einem relativ neuen Stellplatz, wo es heiße Duschen, Strom und so weiter, die komplette Ausstattung gibt. Der Name übertreibt ein wenig, viele Vistas gibt es nicht. Es ist ein Industriegebiet und dann Landwirtschaft nebenan. Aber es passt, es ist ein sicherer Ort, wo man auch mal Zeug im Camper lassen kann und nicht so viel schleppen muss. Und jetzt machen wir uns auf den Weg in die Stadt. Unser Plan ist das sogenannte Tapeo. Tapas sind ganz typisch in Granada und funktionieren ein wenig anders als im Rest von Spanien. Dazu erzählen wir euch später mehr. Außerdem hat jemand Geburtstag. Und ich bekomme einen Besuch in einen Wollladen. Jetzt versuchen wir aber erstmal unsere Straßenbahnhaltestelle zu finden. Und im Zentrum sehen wir uns wieder. Erste Kanne und Tapa des Tages, aber bei weitem nicht die letzte. Das wird hart. Das wird hart. Der erste Hunger ist gestillt. Weiter geht's zum nächsten. Der Tapeo, also das Tapasessen in Granada, funktioniert so, dass ihr nichts bezahlt dafür. In Granada bekommt ihr nämlich zu jedem Getränk eine Tapa dazu. Und natürlich ist es nicht kostenlos, sondern die Getränke sind dementsprechend teurer, aber trotzdem relativ günstig. Der erste Versuch hat uns jetzt zum Beispiel 5,60 Euro gekostet mit zweimal Linseneintopf und zwei Getränken. Und man kann so ziemlich gut satt werden, allerdings ist man dann auch betrunken. Und zum nächsten Getränk werden wir jetzt etwas mehr zum Essen dazu bestellen, das geht natürlich auch. Sind wir früher in Marokko gelandet als erwartet. Das mit den Tapas haben wir ehrlich gesagt noch nicht ganz durchschaut. In manchen Bars scheint es so zu sein, dass man einfach irgendwas dazu bekommt. Also man hat da keine Wahl, sondern bekommt was hingestellt. In anderen scheint sich das Angebot zu verbessern. Bei jedem Getränk wird es eine Stufe besser und die guten Sachen, die bekommt man erst zum Schluss. Und dann gibt es Bars, wo es ein Tapa-Menü gibt und man sich einfach aussucht, was man zum Getränk dazu haben möchte. Bei unserem ersten Versuch konnten wir aussuchen und jetzt sind wir gespannt, was beim nächsten laufen wird. So, beim zweiten Lokal war es jetzt tatsächlich so, dass wir nichts aussuchen konnten, sondern da zu den Getränken einfach eine Portion Paella dazu bekamen. Kosten 7 Euro ungefähr zu zweit und die Calamari haben wir dann noch separat dazu bestellt. Weil Ola erstmal nur um den geschlossenen Wollladen schleichen kann, müssen wir für sie einen alternativen Endorphin-Booster finden. Kleines Stück Torte für die Olli. Ich habe etwas Gutes in einem Panaderia-Schaufenster gesehen. Ich habe es haben wollen, ich habe es bekommen und jetzt habe ich keinerlei Ahnung, wie ich das auf der Straße essen werde. Sehr klebrig und weich. So machen wir das. Und wie schmeckt's? Extrem gut. Ich kann es nicht wirklich erklären. Das ist irgendein Eiteig. Danach wurde es auch mit Zuckersirup und sonst irgendwas durchgetränkt. Also sehr lecker. Unser erster Besuch nach Granada war vor 2 Jahren. Wir waren im Oktober hier und es war so unglaublich warm. Wir waren kurzärmlich unterwegs und in Mitte Dezember sind wir jetzt winterlich.
Da wollten wir die Alhambra besuchen. Das hat damals aber nur so halbwegs geklappt, denn im Oktober ist noch so viel Betrieb, dass wir keine Alhambra-Tickets bekommen haben. Jedenfalls nicht für den Hauptteil, sondern nur für den Sommerpalast Generalife. Den haben wir uns angesehen, aber diesmal holen wir den Rest nach. Das allerdings morgen. Heute geht es erstmal weiter mit Tapas. Jetzt landen wir schon langsam im schönsten Teil der Stadt. Albaithin haben wir euch auch im letzten Video zum Sonnenuntergang gezeigt. Damals waren wir etwas spät dran. Diesmal sollte es sich besser ausgehen. Die ersten Blicke auf die Alhambra konnten wir schon erhaschen, aber von oben wird es noch besser. Stundenlang könnten wir hier einfach nur sitzen und auf eine der wohl schönsten spanischen Städte hinabblicken. Heute bekommt ein privates im Fernsehen Geburtstag. Heute haben wir sogar ein Privatkonzert zum Geburtstag organisiert, mit Blick auf die Alhambra in der Abendsonne. Perfekt, oder? Naja. Nur ganz alleine waren wir nicht. Wir hatten eine riesen Geburtstagsparty mit ungefähr 500 Leuten. Ja, genau. Nennen wir es mal so. Wir waren ungefähr 40 Minuten vor Sonnenuntergang von oben und trotzdem war auf der Mauer mit Blick auf die Sonne kaum mehr einen Platz zu bekommen. Also da muss man früh hier sein. Wir hatten Glück gehabt, dass jemand aufgegeben hat und so einen Platz aufgegeben hat. Also da waren wir direkt neben der Gitarrenspieler. Oh, das hat was. Das war jetzt so richtiges Andalusien-Feeling, auch wenn es ein bisschen touristisch war, aber trotzdem schön. Jetzt haben wir die schwierige Aufgabe, Zeit totzuschlagen bis zum Abendessen, weil um 18 Uhr gibt es in Andalusien natürlich nichts zu essen. Da heißt es mindestens 2-3 Stunden warten. Und es ist halt jetzt nach dem Sonnenuntergang gleich wieder kühl. Das heißt, wir brauchen eine Aktivität für drinnen. Als erstes kommt jetzt mal der Strickshop dran. Und dann Churros? Sí. Churros wären eine Idee. Con Chocolate. Thank you.
Die Straßen sind übrigens von den öffentlichen Bus befahren. Schade, dass wir nicht mit dem Wohnmobil da sind. Die Kälte hat definitiv auch ihre Vorteile. Falls ihr unser letztes Granada-Video gesehen habt, da haben wir uns mit Menschenmassen durch diese schmalen Gässchen geschoben. Und jetzt sind wir meistens alleine, außer an den Aussichtspunkten. Das ist ein enormer Unterschied. Und es war damals auch schon kühl am Abend. Also die Nähe zu den Bergen, die merkt man. Wir wollten uns eigentlich ins Warme setzen mit den Churros, aber die Idee hatten jetzt mehrere. Die Churreria da drüben ist nicht nur drinnen komplett voll, sondern sogar draußen auf der Terrasse. Und wir haben jetzt welche to go nehmen müssen, macht aber nichts, wird auch schmecken. Das wird ein Wunder, wenn wir das ohne uns anzupatzen verspeisen können. Falls ihr uns das mit der Kälte nicht ganz glaubt, hier rennt einer mit Ski auf den Schultern durch die Straßen Granadas und wir sind wirklich froh, als wir endlich einen Platz in einem Restaurant bekommen. Gut gegessen, jetzt bleibt nur mehr eins, nach Hause rennen. Es ist so eisig, es ist so kalt. Schnell zur Straßenbahn und ab in den Camper. Was uns außerdem beim Essen eingefallen ist, wir haben die Heizung nicht laufen im Camper und wir haben vergessen, dass es so schnell abkühlt. Wir haben jetzt schon wieder 5 Grad, geht gleich runter auf 4, 3, bis wir zu Hause sind. Wir hoffen, dass unser Frostwächter nicht öffnet und das Wasser da über den Stellplatz verteilt. Das würde ein wenig blöd aussehen. Das wäre blöd, ja. Aber gut, jetzt können wir nichts mehr machen. Wir hoffen, dass der Camper im Inneren nicht so schnell abkühlt. Aus dem Camper läuft bei unserer Ankunft aber nur eine Katze. Das Wasser ist drinnen geblieben. Alles gut. Guten Morgen, Tag 2 in Granada. Und wer muss nochmal zurück zum Camper? Der sich die Trailrunning-Schuhe angezogen hat. Die sind zu kalt. Ich sag's euch, ihr braucht Winterschuhe. Man verbindet Spanien ja immer mit Wärme und überwintern mit angenehmen Temperaturen. Aber Spanien ist halt auch sehr gebirgig. Und hier im Bereich der Sierra Nevada, da muss man schon mit echtem Winter rechnen. Das ist nicht so viel anders wie zu Hause von den Temperaturen her. Zumindest morgens, abends, nachts. So ist's besser. Ab zur Straßenbahn und ab nach Granada. Heute besuchen wir die Alhambra, das aber erst um 3:30 und bis dahin werden wir die schöne Altstadt anschauen. Für die Straßenbahn ins Zentrum braucht es einen Pass, auf den wir initial 5 Euro geladen hatten. Das entpuppt sich als etwas überdimensioniert, denn eine Fahrt kostet sagenhafte 33 Cent. Praktisch ist, dass ein Pass genügt, denn man swipet ihn einfach mehrfach, um zu zweit damit zu fahren. Allerdings muss man dabei auch wirklich warten, bis der richtige Signalton ertönt, denn erst dann gilt's. So, das Frühstück hätten wir auch hinter uns und jetzt sind wir auf der Avenida de la Constitución. Gestern Abend hatte ich noch recherchiert, was man in Granada so gesehen haben muss. Und da ist mir ein Bild untergekommen, das einfach super toll war. Es
Licht ist jetzt nicht so perfekt zum Mittag, aber wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Und es könnte sich nach der Alhambra genau zum Sonnenuntergang ausgehen. Schauen wir mal. Ein Sicherheitsshot ist mal im Kasten und vielleicht wird es ja noch besser später. Wusstet ihr, woher der Name Granada kommt? Der Namensgeber dieses Stadtes ist der Granatapfel. In Spanisch Granada. Hier in der Calle Elvira fühlen wir uns schon fast wie in Marokko. Bazare, orientalisches Essen und ja, es wirkt ein wenig heruntergekommen auf eine sympathische Art und Weise. Hier hätten wir sicher leichter etwas zu essen gefunden als gestern Abend, aber das wussten wir halt nicht. Jetzt wissen wir es und ihr wisst es auch. Und rauf geht's auf den Berg. Wir haben uns wieder mal ein bisschen vertrödelt. In einer halben Stunde geht's los mit unserer Nasridenpalast-Tour. Laut Google brauchen wir 35 Minuten. Aber wir sind ja quasi schon Locals und glauben, einen schnelleren Weg zu kennen. Ob das aufgeht oder grandios scheitert, gleich wissen wir mehr. So, wir haben Google nichts geglaubt und sind 20 Minuten früher da als berechnet. Aber ich glaube, die Urlauber sind ein wenig böse auf mich, weil ich so Gas gegeben habe den Berg rauf. Ich wusste ja nicht, ob das funktionieren würde. Noch ein wenig Chaos zum Schluss. Es ist nicht so leicht rauszufinden, wo der richtige Eingang ist, aber jetzt sind wir in der Schlange und 7 Minuten vor unserer Eintrittszeit. Das ist nämlich hier sehr streng. Zum Nasridenpalast darf man nur zur zugewiesenen Uhrzeit rein. Wir wissen jetzt nicht, ob man die Wartezeit in der Schlange mitzählen muss. Thank you.
Ja, wie immer sehr beeindruckend. Die kleinsten Details von dieser Schnitzereien auf die Wände und die Decken. Es ist einfach nicht zu übertreffen. Und man kann sich nur vorstellen, wie das Leben damals gewesen ist, während hier Möbel und Teppiche und Essen serviert worden ist. Vor 2 Jahren haben wir Generalife, der Sommerpalast, besucht. Und auch sonst hat man von der Alhambra aus natürlich einen wunderbaren Ausblick in alle Richtungen. Wir sehen den Aussichtspunkt von gestern Abend. Wir sehen aber auch den Aussichtspunkt von vor 2 Jahren. Da waren wir auch im Stadtteil Albaithin und sind da rauf auf den Hügel marschiert. Und auch da gibt es einen wunderbaren Blick über die Stadt und auf die Alhambra im Abendlicht. So, wir haben es geschafft. Wir haben die ganze Alhambra gesehen in 2 Etappen. Der erste Teil vor 2 Jahren, Generalife und Al-Kathaba, und heute den Nasridenpalast. Hat sich ausgezahlt? Jein, die ganze Anlage ist extrem beeindruckend. Das ist auf einmal vielleicht schon sogar zu viel zum Einnehmen. Also ich freue mich ein wenig, dass wir das aufgeteilt haben, obwohl es nicht unsere Wahl war. Ja, ob der 2. Besuch sich bewährt hat? Ja, der Hauptpalast noch ein wenig größer, noch ein wenig beeindruckender als der Sommerpalast. Aber das ist ein Vergleich von Giganten. Der Sommerpalast hat schon sowas von einem riesigen Eindruck gelassen. Dass es hier jetzt nicht mehr dieses Wow-Gefühl ist. Ja, und genau. Es ist halt ein wenig more of the same. Und insofern sind wir jetzt nicht hin und weg, aber es ist natürlich schön, das Ganze gesehen zu haben. Ich habe mich am Anfang ein wenig aufregen müssen, denn es gibt wieder blöde Regeln, die für Fotografen ziemlich nervig sind. Rucksäcke darf man nicht am Rücken tragen. So, jetzt trage ich vorne schon eine Kamera, mit der ich gerade filme, plus 2. Kamera mit der Telelinse. Und dann soll ich mir einen Rucksack, der auch noch 10 Kilo Equipment beinhaltet, vorne tragen. Da bricht man sich das Kreuz, und vor allem der erste Senior, der mir das mitgeteilt hat, der war komplett unfreundlich und ungeschickt, wie er das kommuniziert hat. Die 2. Dame, die hat es dann mit Humor gemacht, und das war besser. Aber ich kann mich da so aufregen, als ob ich ein kleines Kind wäre und mit dem Rucksack am Rücken da den Palast wegputze. Klar, es gibt für jeden Regel einen Grund, und wahrscheinlich hat es Leute gegeben, die wenig aufgepasst haben, und dann hat jemand das wieder restaurieren müssen. Also
Aber gerade das nervt mich, dass die Regeln immer an den blödesten und dümmsten ausgerechnet werden. Gerade wir Fotografen, wir haben ja Zeug im Rucksack, das auch ein bisschen was kostet und man passt ja auch deshalb schon drauf auf. Und es ist jetzt nicht so, dass man da randalieren geht. Hat mich übrigens auch kürzlich bei unserem Wien-Besuch in der Albertina fürchterlich gestört. Aber die Eula hat dann gesagt, ich musste das rausschneiden, weil ich zu viel geschimpft habe. Jetzt tue ich es schon wieder. Lassen wir es diesmal drin. Schauen wir mal. Gut, es gibt Gründe für jeden Regel und in jedem Bereich gibt es halt schwarze Schafe, die es für alle anderen schwieriger machen. Im Campen gibt es Leute, die sich nicht benehmen können und dann gibt es Verbotsschilder für Freistehen. Und genau so ist es wahrscheinlich in Museen und so. Es hat jemand irgendwas gemacht. Aber es ist physikalisch nicht möglich, das Zeug da 2 Stunden lang vorne zu tragen. 2 Kameras plus Rucksack. Ich habe es probiert. Mir schmerzt jetzt die Schulter. Also wenn ihr hierher kommen wollt mit Fotoequipment, ja, keine Ahnung, was ich euch raten soll. Man kann den Rucksack ja auch nicht zu Hause lassen. Man hat ihn ja aus einem Grund. Übrigens, es gibt auch Schließfächer in eine andere Gebäude und natürlich übernimmt keiner Haftung dafür, wenn irgendwas dabei verloren geht. Irgendwer von euch wird jetzt sicher wieder einen Kommentar hinterlassen, dass wir unentspannt aussehen. Ja, das ist halt so, wenn wir uns unter Menschenmassen begeben, wenn man keine Aufnahme machen kann, ohne dass da 100.000 Köpfe drauf sind, dann geht bei mir die Entspannung flöten. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt irgendwie böse bin oder schlecht gelaunt. Es war halt einfach kein Relax-Tag. Den gibt es dann demnächst wieder. Ja, vielleicht wäre es angenehmer gewesen, uns noch durch 2 bis 3 Tapas-Bars zu kosten. Aber wir haben das halt machen wollen und das passt so. Erstaunlicherweise geht der Zeitplan diesmal perfekt auf und genau zum Sonnenuntergang sind wir zurück an der Avenida de la Constitución. Der Schott ist im Kasten und das war's mit Granada. Genug Kälte, jetzt geht es Richtung Stellplatz. Und morgen weiter in wärmere Gefilde. Wir haben genug vom Frieren und es geht zurück ans Meer in Richtung Malaga. Einfach nur mal Richtung Süden und wenn die Temperatur passt, dann werden wir wieder ein paar Pausentage einlegen. Also dann, bis demnächst.